und herzlich willkommen zu einem weiteren Aufnahmestream The Planet Crafter. Ich will schon mal für einen Ballermann. Okay. Jawohl. Tata. Die Hände. Jawohl, so wird das gemacht, Lavi. Aber wenn es noch nicht warm genug ist, machen wir jetzt auch noch einen schönen Tanz hier. Genau. Ne? Night Fever, Night Fever. Und diese komischen Windelanzüge, die wir haben, die füllen sich dann mit Wasser. Ja. Mit Schweiß. Und wenn wir rauskommen, sind wir schlank und rank. Rank und schlank. Und ja. Schützgluckert. Ja, also mein Gewitter ist vorüber. Ich hoffe, das Abkühlen, das kühlt sich jetzt noch ein bisschen mehr in der Nacht ab. Die anderen beiden Herrschaften sitzen bei 30 und 29 Grad vor ihrem noch heizenden Computer und wollen mit mir Planet Crafter spielen. Auch hier in der Aufnahme sei nochmal gesagt, solltet ihr rauschen oder sonst irgendwas hören, es sind Lüfter. Lüfter von Menschen, Lüfter von Rechnern, Lüfter von irgendwas. Also bitte, bitte habt Lüfter Nachsicht. Lüfter von Menschen möchte ich nicht hören. Für Menschen. Für, ja, aber nicht von. Wer weiß, was da rauskommt. Klugscheißer-Modus aus. Noch ein Lüfter. Nein. Ja, heute wollen wir, ich hatte ja angekündigt im letzten Stream, dass wir erstmal hier Schiffswracks durchsuchen etc. pp. Aber ich wurde nach dem Stream eines Besseren belehrt. Wir müssen zuerst das Sternentor bauen, habe ich gehört. Ich bin voll mit Krempel. Ja, dann räumen wir aus. Ich will mal kurz gucken. Wie macht man, wo macht man das Sternentor? Am Waschbecken? Nein. In der Hosentasche? Ja, Hosentasche. In der Hose. Ich hatte, glaube ich, irgendwo in einem Einlagerschrank. Einlagerschrank? Gibt's den? Wir haben keinen Einlagerschrank. Ah, okay, weil ich dachte, ich hätte Sternentor. Irgendwo was abge... Ach, du himmlische. Was sind denn Kernfusionsbrennstoffzellen? Das kannst du auch am Waschbecken machen. Das sind die Dinger, die man für die Wracks braucht, weißt du, wo man die Türen öffnet. Ja, aber wir müssen die zwei Fuse müssen wir kaufen. Die richtig, da war doch was. Was jetzt aber, das sollten wir auch zuerst machen. Lavi macht das doch schon mal. Das sind die, die rosanen Teile da. Ja, die Fuse also, sind, die heißen, warte. Das sind die Energy. Multiplikatorsicherung, Energie mit Multiplikatorsicherung. Ja. Energie, Multiplikatorsicherung, die brauchen richtig, wir. Richtig, diese rosanen da. Ja. Richtig, genau. Die, ja, weil. Das kostet uns zwar jetzt wirklich viel Geld, aber wir kriegen die sofort eigentlich mehr oder weniger wieder raus. Ich werde es hier mal kaufen gehen. Ja, weil die Portale, da kriegt man immer irgendeine Art von... Aber also Leute... Es war bisher zumindest so. Ich hoffe, es ist auch immer noch so. Ja, ja, bis vor kurzem war es noch Ja, ich war jetzt noch schon länger nicht mehr drin in irgendeinem Portal, aber warum hat ich schleppe ich hier Neger mit mir rum? Ihr habt mal gesagt, dass man... Hä? Wo ist die Rakete? Stimmt, oben. Die Rakete ist weg. Da hinten. Wir haben was gesagt. Was haben wir gesagt? Du musst an deinen Drohnenpult vorbei. Ach so, die ist ja gar nicht mehr hier. Ja. Ah, okay. So, ja, ich werde jetzt mal ganz kurz gucken. Ich werde jetzt nicht auf euch jetzt fragen und hast du nicht gesehen. Ich werde jetzt selber aufs gehen. Hier nicht. Doch, hier. Da. Och Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, du bist, warte. Willst du die Dingens machen, diese Kernfusions-Dinger? Diese Runden? Ja. Die Runden. Oder welche? Ich brauche Pulsarquarz. Achso, ja. Und der wird hier gemacht. Das stimmt, ja. Energiemultiplikator. Ich dachte, du suchst was anderes. Nein, ich brauche jetzt Pulsarquarz. Also Energiemultiplikatorsicherung, zwei Stück. Genau, zwei Stück. So.
Osmium. Uran brauche ich auch. Warte mal, ich brauche... Wo ist denn das ganze Uran hin? Oh. Ich hätte aber eine fleißige Stäbe gemacht, ha? Oh. Wie mache ich den jetzt im Schredder, oder was? Ja, im Recycler. Nicht im Schredder, im Recycler. Mit der Spirale, das Ding. Drei, vier, sechs, acht, neun. Okay. Hä? Drei, vier, sechs, acht. Oh, da ist was gestartet. Ach ja, die Rakete, schon gut. Ja, ja, das ist eine Kaufrakete. Jetzt kommt ein blauer. Osmium? Ich sehe noch. Das Grau ist Osmium, ja. Ja, Osmium. Oh, dann brauchen wir, dann wollen wir mal rausgehen. Wir können nämlich auch Osmium. Wo fällt's denn? Also hier hinten ist was gefallen. Du bist gleich tot, wenn du da weiterläufst. Ich weiß. Beimal an dieselben Stelle, das sage ich immer mal, gell? Also, hallo. Aber es sind nur zwei runtergekommen. Oh, da. Komme ich da hin? Wie kommt man da hin? Ja, fliegen. Schwefel und du kannst auch mal gucken, ob schon die Kletterranke da ist. Da ist irgendwann ist da eine Kletterranke dran. Ich weiß nicht, ob die schon da ist. Also hier kann ich nicht fliegen, ne? Also das könnt ihr gleich mal knicken. Dann können wir den halt nicht holen jetzt. Das ist ja am Anfang. Doch, da ist was! Dann ist die Kletterranke da. Ja! Oh, wie cool! Ja. Hier ist auch eine Kiste. Ja, toll. Oh, ein Osmiumstab! Ja, super. Ich habe einen Osmiumstab gefunden. Ja, das ist gut. Ist ein Labyrinth oder wo? Na, nein. Hier oben, wo auf dieser Plattform, da ist jetzt eine Kletterranke. Hier ist aber Schwefel drin. Ja, Schwefel und Osmium. Ich glaub, ja, wie haben wir irgendwo Stickstoff? Weißt du das? Ja. Diese roten Flaschen. Weißt du zufällig, wo bei besonderes oder selten, aber ich guck mal da. Osmium, Schwefel. Da ist nur ein Osmium drin, ne? Okay, warte, ich komme zurück. Ist in den Dingern nur ein Osmium drin, ne? Was ist hier dran? Ich habe nur Schwefel gefunden. Das ist überhaupt nicht so wie bei den anderen, dass da fünf oder sechs kommen. Ach so. Sondern die, da sind meistens ein, zwei und ein Schwefel ist meistens noch mit dabei. So. Schwefel habe ich vier und ein Osmium. Ja. Einen Stickstoff in der Tasche. Wie viel brauchst du? Zwei brauche ich. Zwei. Ja, das. Den haben wir auch tatsächlich, glaube ich, noch nirgendwo so großartig, ne? Achso, das ist. Der war doch im alten Gebiet, ne? Ja, kann sein, dass der da noch steht, wa? Wie schön. Oh, hier steht alles. Dankeschön. Unter Wasser. Mal gucken, ob der da noch. Ob der mal auch gucken, noch einen hat. Haben. Ich habe keinen Sauerstoff mit. Ist vielleicht keine gute Idee, hier runter zu schwimmen, aber. Nee, das ist. Glaube ich nicht so gute Idee. Superliegen, Rama, Vulkan, Rakete, Krater. Ah, Rakete, aber. Wir haben überhaupt keinen Gasextraktor. Das gibt's doch nicht. Wir haben noch einen am alten stehen. Ich bring den mit. Hätte ich angezeigt. Ja. Ich bring den mit. Warte. So. Okay. Hier mit. Hier ist auch einer runtergekommen und den habe ich jetzt geholt. Ja, gut. Du kannst ja aber schon mal sagen, wo wir den hinstellen. Ach, das ist da. Okay. Ich weiß zumindest, wo ich bin. Okay, ich habe noch ein Osmium gefunden. Ja, gut. Aber es war jetzt nicht so die dolle Ausbeute. Nee, da kommt, das ist wirklich nicht viel, was da so. Ach, ich kann ja, warte mal. Ja, Bewässerung. Jetzt können wir den ja nicht oben drauf stellen, ne? Ich stell den mal hier neben dem Extraktor da. Dann stelle ich den jetzt mal hin.
Hier hinten ist auch noch einer runtergekommen, da habe ich auch noch ein Osmium. Oh, zwei, aber nee, war das gut. Ja, ist gut. Ich habe den neben den extra gepackt. Aha. Ist das ein normaler oder ist das ein Zweier? Nee, das ist noch der normale. Ich glaube, die zwei haben wir noch nicht. Also. Stimmt. Aber immerhin hat er einen Stickstock rausgerückt. Ja, also da hast du jetzt deine zwei. Ja. So, was war das jetzt? Achso. Drei. Numero uno. Immer. Hallo Mike. Da sind ja die drei Damen vom Grill. Ach nee, Planeten. Ja, aber Grill, Grill passt es schon. Ja, heute ist Grill angesagt, ja. Du schaust gut aus, wie du bist und alle anderen Frauen der weiten Welt auch. Okay. Also bei den anderen bin ich dabei. Ach, du kennst das doch, Sticky. Du kennst das doch mit dem Selbstbewusstsein einer Frau, zumindest von vielen Frauen. So, jetzt nochmal. Zeolit, Iridium. Mach mal. Iridium. Das Schwefel mal loswerden, den Schwefel. Oh, oh. Sorry. Ui, 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 mein Herz. Das lassen wir jetzt mal so. Da habe ich mich jetzt gerade erschrocken. So, besonderes, ja, die brauchen wir. Welche brauche ich? Ich brauche die hier unten. Mutagen. Haben wir jetzt einen Einlagerschrank irgendwie? Nee, draußen doch, oder nicht? Ja, also, stimmt, drei Stück draußen. Draußen, natürlich, natürlich. Was haltet ihr davon, wenn wir die mal hier innen reinstellen, damit wir ein bisschen... Voll. Dann können wir natürlich auch den Transporter oben reinstellen, wo er schon mal stand. Wie werden das? Mir ist das eigentlich egal. Warum? Ah, gleich kommt die Rakete. Oh, sehr schön. Nee, ich habe Geld eingelöst, tatsächlich. Ah, okay. Ja, ich habe mir erlaubt, Geld einzulösen. Warte, warum das denn hier? Okay. Drei. Okay, drei ist jetzt nicht so. Wollen wir mal gucken hier. Puh, hallo. Wohin? Ich muss mal gucken. Okay, das reicht ja bei weitem nicht. So. Habe ich jetzt alles denn hier hin? Ja. Jetzt habe ich nicht genug Theorie. So, jetzt habe ich einen Einlagerschrank hier reingestellt. Ja. Lavi, ja? Kannst du mir mal zeigen, wo wir diese grünen Flaschen machen? Diese Algen? Nein, die Flaschen, die so aussehen wie die lilanen. Im Extraktor. Und wo ist der Extraktor? Hinter mir, mir nach. Ich komme. Hab ich ja eben geholt. Der steht jetzt, hab ich ja eben gesagt, der steht jetzt draußen neben dem Extraktor. Und da brauche ich die, brauche ich, genau. Es ist sogar Stickstoff beigekommen. Ist doch prima. Ja, das Lilane brauche ich nicht. Ich brauche nur das Grüne. Erstmal zumindest. Und ich brauche noch Zeolit. Okay, dann weiß ich, wo das ist. Zeolit. Ah, doll ist da auch nicht mehr, ne? Das ist einfach schwierig, schwierig. Man muss auch einen Extraktor bauen. Wir haben ja die Zeolit. Für Zeolit? Ja, die Zeolithöhle haben wir ja schon freigemacht. Haben wir da schon. Aber ich weiß. Wir sowieso austauschen. Auf T2 oder T3 Bohrer. Ja, müssten wir sowieso. Aber also ich weiß T2 gar nicht, wo überall Bohrer stehen. Bitte? Ich weiß ja gar nicht, wo überall Bohrer stehen. Ich weiß im Alu-Gebiet und mehr nicht. Haben wir bei der Superlegierung haben wir doch einen aufgestellt, oder nicht? Haben wir da einen hingestellt? Letztes Mal? Kann das sein? Ja, leider nicht. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Ich weiß, also kann man das auf der Karte sehen? Nein. Aber wenn nicht, sollten wir da einen hinstellen. Im Superlegierungsgebiet. Ich meine, auch wir hätten da. Das ist irgendwas.
Kernstoffzellen. Ach, hier, da, hier, da. Die waren Waschbecken, ne? Die Kernstoff. Meine, wir haben. Die war in der Badewanne, oder? Ja. Okay, Obsidian. Obsidian. Hm. Zwei. Uff. Aber ich habe viel zu wenig Vulsark. Ja, was war das noch? Okay. Kann da ja mal hinfliegen. Ich weiß es nicht. Ob du da. Warte, ich habe noch zwei im Schrank. Einen müsste ich noch machen. Zwei habe ich im Schrank. Einen müsste ich noch machen. Im Meteorgebiet könnte vielleicht auch noch einen da sein oder zwei. Oh, das geht. Das kriege ich noch zusammen, die eine. Wenn ich jetzt noch so eine blaue Flasche hier kriege, da ist nur rote. Ja, ich habe leider auch nur eine rote. Warte mal, wie viel brauchst du denn? Ich brauche nur eine tatsächlich. Ja, ich habe eine. Weil ich habe die ja eben, als ich den Gasextraktor rübergeholt habe. Wo bist du denn? Hier draußen an der Einlagerkiste. So, die baue ich jetzt gerade ab, gell? Okay, ja, hier bin ich hier. So. Danke. Ich fliege jetzt mal eben zu dem, ich guck mal, ob wir Superlegierung, ob wir da einen Extraktor hingestellt haben. Das ich meine, ist wir haben. Furchtbar lieb von dir. Also, wenn nicht, müssen wir da, dann mache ich gleich einen oder irgendwer macht einen. Dann packt man da einen hin. Auch wenn wir im Moment da noch ein bisschen auslesen müssen, aber es ist ja wurscht. Das ist wurscht. Hallo Proxima. Huhu. Ganz viel Liebe und ganz viel Eis. Übrigens, ich wünsche euch nicht nur Grog und Gin und Whisky und Glühwein. Ich wünsche euch natürlich auch Eis. Richtig nett. Eis esse ich nachher. Zeolit. Ich habe noch keins gegessen, richtig? Ich auch nicht. Nach dem Stream schmeiße ich alles von mir und dann hole ich mir Eis. Ja. So, jetzt können wir den Transporter auch wieder dahin stellen, wo er schon mal stand. Wenn du möchtest, ja. Können wir uns darauf einigen, dass du, wenn du alles von dir schmeißt, dass wir das auf Video festhalten? Na, ja. Ist ja unglaublich. Nein! Ob du jetzt Nein sagst oder China fällt der Kreis um? Ach, starb nicht. Lustmulche. Lustmulche, vor allen Dingen. Die heißen Molche. Antrina, kannst du mal kommen, bitte? Ja, ich bin Bilka, bei mir ist die Molch. Wohin mit dem Transporter? Weil hier ist die Tür, hier stehen die Schränke. Wohin mit dem... Genau hier in die Mitte. Hier in die Mitte. Genau hier in die Mitte, ja, okay. Auf das Ding hier. Gut. Genau, dann kommen wir hier raus und dann können wir uns nach da und da orientieren. Genau. So, und ich baue uns jetzt hier, ich baue jetzt einen Extraktor und dann packen wir den hin. Wir haben hier tatsächlich keinen. Da wird's Zeit. Habe ich doch gesagt. Ich wusste es tatsächlich nicht. Also ich hätte es jetzt nicht sagen können. Was ist denn das hier? Habe ich jetzt alles? Und wir die Hälfte vergessen. Ich renne jetzt wieder hoch und habe bestimmt wieder die Hälfte vergessen. Und ja, ich kann es mir anpinnen, aber ich habe jetzt gerade das Tor angepinnt. Ich kann dieses Fundament nicht zerstören. Natürlich nicht. Oh, es geht schon wieder los. Ja, das wird wahrscheinlich erst mit dem nächsten Update wieder besser werden. So, jetzt haben wir den. Och nein, ich will hier nicht winken, tanzen oder sonst irgendwas. Beim heutigen Video habe ich übrigens gesehen, dass auch bei dir dieses rosa ein Teil war. Rosane Fundament, was die Miriam gesagt hat. Ja, genau, das habe ich aber wegbauen können, weil's, ja, weil ich tatsächlich nicht gucke. Oh, lieber Grit. Hallo Grit. Das konnte ich tatsächlich dann. Nahrung. Wo gibt's so Nahrung? Die brauche ich jetzt. So, oh Gott, was? Wie viel ist denn das? Wir brauchen zwei Legierungsstäbe. Ja, ich weiß, dass meine Nahrung wenig wird. Die ist da hinten.
Ich finde gerade im Moment nichts, ey. Ich finde wirklich nichts. Habe ich nicht irgendwo eine Nahrungsproduktion? Ach, die ist draußen. Okay, ich habe sie gefunden. Silizium, Titan, Magnesium, Schwefel. Hallo. Hallo. Gib mir den Aluhut. Oh. Meine Herren, jetzt muss ich Superlegierung wieder wegpacken. Weil ich Alu brauche. Warte mal, nee, ich brauche ja nur zwei Alu, aber egal. Alu, da. Eins, zwei. Wird nicht reichen, ne? Eins. Zwei, reicht. So, und die anderen beiden kommen aus dem All. Jetzt muss ich nur noch diesen Kompass-Dingsbums machen. Aluminium, wo ist das? Die Rakete müsste inzwischen schon da sein, weil wir haben wenig auch, Geld. Ne? Ich geh mal. Ja. Halt, Teleporter ist hier. Er heißt zu Hause. Oh Gott. Grit! Grit! Danke für deine 10 Euro in meine Kaffeekasse. Dein Lenkrad ja schon mal ein Stückchen näher, wa? Dem Lenkrad ein bisschen näher. Ich habe einen kleinen Verdacht, liebe Grit. Ich habe einen kleinen Verdacht. Ich danke dir trotzdem. Fühl dich geknuddelt. Dankeschön. Das war ein Zehner in die Kaffeekasse. Oh, wer die Kaffeekasse im Übrigen, ich muss mal Werbung machen. Wer die Kaffeekasse sucht, die Kaffeedose, was muss er denn da machen, Manu? Da muss er, lass uns, es ist heiß, es ist wirklich warm. Lavi? Und bitte. Ja, was, wie kommt man da nochmal? Boah, ich bin gerade auch. Ich habe noch nie was cool die Kaffeekasse getan. Ich gebe dir immer einen Bitz. Ja. Nochmal da drauf. Man kann, muss unter das Video gucken. Genau. Bei Info findet man die Kaffeekasse. Kann man das nicht eigentlich ein bisschen offensichtlicher, weil das Das ist offensichtlich, das ist groß. Ah, ja. Manu? Ja? Die beiden Sicherungen sind da jetzt drin. Ich werde jetzt mal versuchen, nochmal das Pilzbiom zu finden. Warte mal, da muss ich zum Vulkan fliegen. Ach, wegen den, die Sicherung kriege ich. Wegen dem Transporter. Ja. Die Sicherung kriege ich tatsächlich. Und ich baue jetzt... also ich stelle jetzt einen Extraktor in die Superlegierungsdings, ja? Aha. Übrigens, wir können tatsächlich schon T3 bauen. Ja. Extraktor T3 können wir bauen. Ja, gut. Dann kannst du die doch bestimmen, was die Dings sollen, oder? Mache ich jetzt auch. Ich stelle jetzt hier hin und Superlegierung. Dann haben wir das schon mal von der Hacken auf jeden Fall. Weiß ich. So. Pilzbiom, ja genau, für den Magnesium Dings. War das, ja, das ne? ist eine gute Idee, glaube ich. Nein. Bitte? Das ist eine gute Idee, Lami. Was, mit dem Pilzbiom? Ja, hatten wir doch letztes Mal gesagt. Nur, ja. Oder ein Lenkrad, wie du magst. Ja, ich... Und weißt du, wo wir noch einen hin machen müssen, Lami? Ich weiß gar nicht, ob wir das schon einen haben. Oder haben wir das schon einfach dran? In die Zeolithöhle, Lami. Aha, ja. Dass wir da auch einen Extraktor reinpacken. Ups. Weil es gibt ja nur an einer Stelle Zeolith zum Abbau. Dass wir den da hinpacken, dann haben wir es nämlich auch. Navi? Bisschen leichter. Die Kiste gefunden im Vulkangebiet, ja bitte. Wo hast du die Sicherung hingetan? In den Einlagerungsschrank, habe ich gerade gesagt. So, ja, du hast zu Manu gesagt, deswegen musste ich. Ach so. Da, wenn du Manu sagst, dann höre ich meistens nicht mehr zu. In Ordnung. Ja, Das ist die Wirkung meines Namens auf dich. Redfield, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Redfield, da kannst du mal sehen, was ich für eine phänomenale Wirkung auf dich habe. Ah! Oh, Maya, ich lebst gleich in die Lava. Nicht in die Lava, du wolltest ins Pilzbiom, nicht in die Lava. Ja, wollte ich, aber... Hast du eine Abkürzung genommen? Das sind doch die Pilze. Ich komme da nicht direkt hin. Ah, jetzt. Ja. So, meine Damen, soll ich euch was sagen? Ja, was dann? Ich habe das Portal-Dings. Schön. Ja, dann.
Feel free, both. Ihr hattet ja alle drei, wart ihr euch ja einig, dass das da hinten hin soll, wo das andere Portal ist. Ist das richtig? Ich weiß also es nicht mehr, aber ich denke... Man kann es hinbauen, wo man will, aber... Wäre, glaube ich, gut. Und was haltet ihr davon, wenn ich dann draußen so 3, 4 Einlagerschränke noch mit hinstelle? Ja, ans Sinn. Portal müssen Einlagerschränke. Ja, sag ich doch, davon rede ich doch mindestens die ganze Zeit. Mindestens 3 oder 4 sogar. Aber ich mache erstmal nur die einfachen, weil wegen Leiterplatten etc. pp., ne? Weil wir müssen ein bisschen sparsamer sein.